der Platte ist eine Platte mit Arien und Lieder von Rossini, Verdi, Puccini und Wolf Ferrari. Alles sehr irgendwo bekannte Melodien, andererseits anspruchsvolle Musik. Ich bin mit Oper konfrontiert worden durch meine Ehe. Mein Mann ist Operndirigent zum großen Teil und habe sehr, sehr viel Oper gehört in den letzten Jahren. Und diesen ganzen Art, sich auszudrücken, ist in mein Klarinettenspiel einfach reingekommen, ist ein Teil davon. Und da wir nicht sehr viel von diesem Repertoire haben, habe ich gedacht, machen wir das jetzt möglich, dass da auch Arien für Klarinette zu hören sind. Das ist irgendwas, was mich in den letzten Jahren auch bei Mozart und sowieso bei Rossini und bei Verdi sehr intensiv beschäftigt hat. Wie kann man in einer Klarinette sprechen? Und das tue ich intensiv seit 20 Jahren. Und hier habe ich die Möglichkeit, das 1:1 direkt zu übertragen. Ich habe Andreas Tagmann kennengelernt, der schreibt wunderbare Arrangements für Bläser, Ensemblen, auch solistisch. Wir haben zusammen eine Suche angefangen für ganz bestimmte Arien und Stücke, die für dieses Projekt funktionieren können. Im Vordergrund stand Sharon Kamm spielt diese Stücke mit dem Württembergischen Kammerorchester und da schreiben wir zu die Noten. Das heißt, wir haben nicht irgendwas genommen, was es schon gibt, sondern irgendwas ganz neu kreiert. Und das sorgt immer dafür, dass alles stimmt. Es sind verschiedenste Farben, verschiedenste Stimmungen, so mannigfaltige, kaleidoskopartiges Gebilde, was dann am Ende entsteht. Und das WKO, weil das ja relativ klein besetzte Arrangements sind, passt schon ausgehend aus der Besetzungsgröße und natürlich, weil es sehr sensibles Begleitorchester ist. Also das WKO, die Musiker sind sehr, sehr aufmerksam, sehr versiert eigentlich im Begleiten und stets bestrebt, möglichst den Solisten wirklich so die Wünsche versuchen zu erahnen. Das Württembergische Kammerorchester und ich haben eine sehr, sehr lange Beziehung. Das war eine der allerersten deutschen Orchester, mit dem ich überhaupt aufgetreten bin nach der ARD-Wettbewerb. Und wir haben vor sehr vielen Jahren ein Mozart-CD zusammen gemacht und immer wieder uns getroffen in den letzten fast 20 Jahren. Ich mag die Leute, die da sind. Ich liebe den Herrn Kazarian, der ein großartiger Musiker ist. Und ich wusste Bescheid, mit so einem Orchester kann man so ein Projekt entwickeln.